Warum sich Merkel neulich wirklich entschuldigt hat, das erkläre ich hier in diesem Video. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ja, sie hat sich entschuldigt, so viel steht fest, Angela Merkel. Aber warum hat sie sich entschuldigt und bei wem? Ja, vielleicht zuerst zu dem Warum. Sie hat sich entschuldigt wegen, ja, weil etwas durcheinander ging. Es ging ja darum, zunächst, sie wollte komplett den grünen Donnerstag komplett geschlossen haben und da sollten auch keine Einkäufe getätigt werden, noch nicht einmal im Supermarkt. Ja, um dann gestern am Samstag ebenfalls geschlossen zu haben. Da gnädigerweise wollte sie, dass man dort einkaufen kann. Die Frage, warum man nun sich da überhaupt entschuldigt hat oder nicht, ist insofern auch wichtig, wie es jetzt weitergeht. Ja? Also, sie hat einigermaßen Verwirrung gestiftet. Das erklärt auch ein klein wenig warum. Aber die Frage ist nun, über was hat sie Verwirrung gestiftet? Ja, also das ist klar, jetzt über diesen Gründonnerstag, der geschlossen sein sollte. So war ihr Plan. Aber bei wem hat sie sich entschuldigt? Das ist jetzt auch noch die Frage. Und ja, bei wem sie sich entschuldigt hat? Ja, ich behaupte, sie hat sich nicht bei den Bürgern entschuldigt, sondern bei den Unternehmern. Wissen tue ich es nicht. Ja, sie überhaupt, das ist natürlich ein Novum, dass sie sich überhaupt entschuldigt hat. Ja, müsste sie eigentlich ja zurücktreten, aber oder überhaupt nicht an die Macht gekommen sein, aber das ist ein anderes Thema, wollen wir heute nicht klären. Ja, also sie hat sich eigentlich entschuldigt bei den, jetzt kommt es, bei den Unternehmern. Und warum bei den Unternehmern? Denn die Frage war ja, wenn ich jetzt einen Tag die Leute, die Angestellten, komplett zu Hause lasse, ja, wer zahlt das Ganze? Ja, und da sind die Unternehmer wohl nicht oder noch nicht ins Boot geholt worden. Ich schätze mal, das wird jetzt nachgeholt, denn die müssen ja die Lohnfortzahlung gewähren. Ja, also hätten ja die Unternehmer einen zusätzlichen Tag die Leute zu Hause lassen müssen, hätten aber trotzdem weiter zahlen müssen. Ja, so, das wäre die eine Finanzierungsmöglichkeit gewesen. Und das wollten die Unternehmer nicht, das ist meine Vermutung. Und insofern hat sie sich bei denen entschuldigt. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, was weiß ich, das aus Krankenkassengeldern zu zahlen, aber die sind ja inzwischen ja auch leer durch die ganzen, die Kassen. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ja gut, aber das ist nicht wirklich eine Option gewesen. Die andere Möglichkeit wäre noch gewesen, das vom Staat zu zahlen, Kurzarbeitergeld. Ja, okay. Und eine dritte Möglichkeit, ja, unbezahlt, dass die Leute unbezahlt zu Hause bleiben, also dass es nicht der Unternehmer zahlt, also zumindest das Unternehmen, die Aktionäre nicht bezahlen, dann also nicht die Eigentümer, nicht der Staat, sondern die Arbeitnehmer selbst, dass sie einfach zu Hause bleiben und eben aber auch kein Geld kriegen. Ja, das wäre die dritte Möglichkeit gewesen. Und ich gehe davon aus, dass dieses Problem jetzt beim nächsten Mal gelöst wird und was erwartet uns jetzt die nächsten Tage? Ja, es ist im Gespräch, komplett alles zuzumachen, also auch, dass die Firmen eben dicht machen. Und insofern ist es auch wichtig, das zu erwähnen, diese Gespräche mit den Unternehmen. Die müssen ja da auch geführt werden, ja, wie man das regelt. Dann die, die besonders gute Lobbyarbeit machen, dass die eben weitermachen dürfen. Die systemrelevanten, für das Merkel-System relevante Unternehmen, die dürfen natürlich weiter offen bleiben, weil irgendwas eben in ihrem System dann im System für Merkel dann relevant bleibt und alle anderen müssen dann eben geschlossen bleiben. Ja, also die, die eben einen besonders guten Draht ins Kanzleramt haben, schätze ich mal, die sind dann weniger betroffen. So schätze ich. Aber wichtig ist auf jeden Fall, es geht jetzt wirklich auch, weil das auch in den Zeitungen entsprechend ist, dass man, dass Merkel unbedingt will, dass man unter der Woche auch
zu Hause bleibt, ja, diese Ausgangssperren unter der Woche. Und die andere Sache ist, dass in den Unternehmen selbst, dass da die Arbeit ruhen soll. Ja, also wir sollen auch noch nicht mal arbeiten gehen dürfen. Also im Moment sieht es so aus, man darf arbeiten gehen, ja, aber in der Freizeit, also darf man seine Kollegen treffen während der Arbeit, aber außerhalb der Arbeit, da wäre das verboten. Also, was weiß ich, Großraumbüro, 10 Leute sind in einem Büro, da dürfen alle in einem Raum sein, arbeiten im Moment. Aber wenn ich jetzt mich privat treffen würde, sogar im Freien, ja, zum Beispiel zum Grillen, ja, oder zum Osterfest, ja, die Familie, ja, zum Beispiel ein Familienunternehmen dürfte sich zu Hause nicht treffen, zu 10, aber zum Arbeiten, da dürfen sie sich alle treffen. Und zum Familienfest, zu Ostern, da dürfen sie sich nicht treffen. Und da ist eben der Plan, so scheinen die Artikel in den Systemmedien hinzudeuten darauf, dass man das eben auch einschränken will, dass die Leute auch nicht mehr arbeiten gehen sollen. Also das ist das, wenn es heißt, die Unternehmen sollen sich auch am Lockdown beteiligen, ja, oder was so anderes, was soll das anderes bedeuten? Ja, das waren die zwei Sachen. Einmal Ausgangssperre auch für, oder drei Sachen. Erstmal diese Entschuldigung, dann die Ausgangssperre auch tagsüber und das dritte eben, dass Unternehmer jetzt, ja, dass Unternehmer auch bluten sollen, dass die Arbeitnehmer eben nicht mehr generell nicht mehr Arbeit gehen, diese Kontaktbeschränkungen eben auch nicht nur im Privaten stattfinden soll, sondern eben auch in Unternehmen. Ja, erstmal soweit. Es werden weitere Videos der Art folgen, wo ich so ein bisschen mehr analysiere, ohne, wie soll ich sagen, irgendwelche Quellen jetzt konkret, sondern eher so weitergehende Überlegungen. Danke erstmal, bis dahin.